Wir wechseln jetzt nochmal nach Oberösterreich und bleiben zugleich beim stationären Krisenbereich. Und ich freue mich, das Team von Leonstein begrüßen zu dürfen. Zwei Männer und zwei Frauen, zwei Präsentationsteile, zuerst die Männer, dann die Damen. Neben mir der Manfred Humer und der Günther Ellinger, die beide im Schloss Leonstein arbeiten. Der Manfred Humer hat 10 Jahre lang in England gelebt und hat dort Science of Safety kennengelernt und auch nach Österreich gebracht und freut sich immer, nächste Entwicklungsschritte zu gehen und dass er ein tolles Team hat, hat er mir verraten. Der Günther Ellinger ist der Leiter von der Kriseneinrichtung, der Krisenabklärung und was hat er mir verraten, muss ich schnell auf meinen Schummelzettel, seit 2014 und am Herzen liegt ihm, wie er sagt, dabei mitzuhelfen, dass die Kinder und Jugendlichen und ihre Eltern die kurze Zeit der Krisenbetreuung als Chance erkennen und für sich nutzen und sie werden uns zeigen und erläutern, wie sie Science of Safety auf der Ebene der Organisation implementieren, integrieren. Der zweite Teil der Präsentation werden die Karin Rosenegger und die Susanne Brustbauer gestalten. Ihr Titel ist Ein Knochenjob mit Aussicht auf Erfolg und sie werden uns zeigen, wie sie eloquent und konsequent und mit viel Kraft und Energie ihre Arbeit gestalten. Vielen, vielen Dank für diese Anmoderation, liebe Marianne. Vielen Dank an Sie alle, dass Sie alle noch da sind. Wir haben uns ja schon ein bisschen Sorgen gemacht, wie es uns da gehen wird, ganz am Ende des Programms. Und es freut uns jetzt ganz besonders, dass so viele von Ihnen bis zum Schluss geblieben sind. Ja, danke für die Einladung zu diesem Gathering. Danke. Gathering heißt ja nicht nur sich versammeln, es heißt auch sammeln. Hunters and Gatherers, die Jäger und Sammler. Also wir freuen uns nicht nur, dass wir hier einen Beitrag leisten dürfen, wir freuen uns auch ganz besonders, dass wir ganz viele in unseren mentalen Körbchen sammeln konnten für unsere weitere Praxis und ganz viel Motivierendes gehört haben, was uns auch bestärkt weiterzumachen auf unserem Weg. Ja, ich spreche mit meinem Kollegen Günther Ellinger über die Dinge, die uns dazu veranlasst haben, diesen Science of Safety Ansatz zu übernehmen und einzubauen in die stationäre Krisenbetreuung, sozialpädagogische Krisenbetreuung. Ich bin der Leiter vom Schloss Leonstein. Leonstein ist wahrscheinlich nicht allen bekannt oder überhaupt keinem, der nicht aus der Nähe ist. Mir war es früher auch kein Begriff, obwohl ich ein Oberösterreicher bin. Ja, Leonstein, also von Oberösterreich betrachtet, sehr dezentral am Nordrand der Kalkalpen gelegen. Wenn man es jetzt auf dieser Landkarte sieht, denkt man sich, ja, das ist ja wunderbar zentral mitten in Österreich. Ist es auch. Freut mich. Also Leonstein, Schloss Leonstein ist eine relativ alte Einrichtung. Schon nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dort ein Kinderheim errichtet. Und ja, Sie kennen ja die Geschichten, dass so in den ersten Jahrzehnten, dass man da wahrscheinlich nicht von Sozialpädagogik sprechen kann, sondern da geht es bestenfalls um Erziehung, Aufbewahrung. Ja. Und erst so ab den 80er Jahren hat sich das wesentlich weiterentwickelt. Wir sind hier mit einer kleinen Delegation. Schloss Leonstein ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Ich selbst bin seit 2009 Mitglied des Teams dort. Und wir sprechen heute über das jüngste Kind in der Entwicklungsphase vom Schloss Leonstein und es geht um Skip Leonstein. Skip hat zwei Bedeutungen für uns. Zum einen ist es eine Abkürzung für sozialpädagogische Krisenbetreuung, Intervention und Prävention. Auf der anderen Seite, wenn Sie an eine Fernbedienung wie diese hier denken, da bedeutet ja das Skip-Button, dass man nach vorne vorspult. Und das hat auch etwas Symbolisches mit der Krisenbetreuung, dass wir sozusagen den nächsten Schritt gemeinsam entwickeln wollen mit den Kindern, Jugendlichen und natürlich, ganz wichtig, mit den Familien, mit den Eltern der Betroffenen. Ja, bei uns am Standort gibt es nunmehr 4 Vollversorgungsgruppen, das heißt, es sind Langzeitgruppen, wo bis zu 9 Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren betreut werden können. In Leonstein gibt es auch das Skip mit
2 Wohngruppen und seit September gibt es auch eine Außenwohngruppe, die ist in der Nähe von Linz. Ja, und worum es da jetzt geht in der Krisenbetreuung, das erzählt Ihnen jetzt mein Kollege Günther. Ja, hallo. Kurzes Intermezzo. Ein paar Sachen werden jetzt sich wiederholen zu unseren Kollegen, die jetzt vor uns dran waren. Also wir sind stationäre Krisenbetreuung und da möchte ich Ihnen ein paar Eckdaten weitergeben, damit Sie wissen, wovon wir dann nachher sprechen. Also der Aufnahmegrund ist dasselbe wie bei den Kollegen aus Wien. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen müssen unverzüglich zu ihrem Schutz und zu ihrer Sicherheit aus dem derzeitigen System heraus. Unser Auftrag ist ganz klar festgelegt, wir müssen einmal für Schutz und Sicherheit sorgen, na klar, und dann aber auch Beruhigung und Stabilisierung und als nächste Folge dann, wann das eingetreten ist, in einen Abklärungsprozess einsteigen. Wir machen das mit multiprofessioneller Diagnostik, das heißt, wir haben uns entschieden, dass wir das parallel laufen lassen, das heißt, mit der Aufnahme des Kindes in der Krisenbetreuung des Jugendlichen steigt automatisch auch die Familienarbeit in die Begleitung und Betreuung der Eltern ein. Und das wird dann, also da werden wir nachher noch dazu kommen, da haben wir dann die Science of Safety Methode drinnen. Und auf der Wohngruppe geht parallel der Abklärungsprozess über die sozialpädagogische Diagnose. Ich weiß nicht, ob es Ihnen was sagt, der Uwe Uhlendorf, Stefan Zinkl ist immer wieder bei uns, wo es über so leitgestützte Interviews, Lebensthemen erarbeitet werden von den Jugendlichen und Kindern, wo man dann wieder rückfragt und sie versichert, ob man da wirklich das getroffen hat oder ihre Lebenswelt erkannt hat. Dann gibt es natürlich irgendwann einmal eine Perspektivenentwicklung, ein Perspektivengespräch, wo es auch zu Entscheidungen kommen sollte, wie es weitergeht. Und dann hat man noch eine gewisse Zeit für die Vorbereitung der Rückführung oder Vorbereitung einer weiterführenden Maßnahme. Wir haben im Unterschied zu den Kollegen von Wien 4 Monate Zeit, wo eben der Schwerpunkt im ersten Monat Beruhigung und Stabilisierung drinnen ist, dann so 2 Monate wirklich für eine sehr intensive Abklärungsarbeit und dann das letzte Monat eben für die Vorbereitung der weiterführenden Maßnahme. Fliegenden Wechsel. Ganz kurz was Geschichtliches. Es ist eine sehr kurze Geschichte, wie Sie sehen. Im Jahr 2011 hat die Kinder- und Jugendhilfe Oberösterreich eine Bedarfserhebung durchgeführt, bei der summa summarum rausgekommen ist, dass einfach nicht ausreichend Krisenbetreuungsplätze für Kinder und Jugendliche im Bundesland vorhanden waren. Es gab nur sehr wenige spezialisierte Wohngruppen für diesen Bereich. Auch in unserer Einrichtung wurden Kinder in Form von Krisenaufnahmen, die dann vielleicht auch nicht lange da blieben, einfach in Regelgruppen aufgenommen, was nicht wirklich, in vielen Fällen nicht wirklich zielführend und auch manchmal gar nicht geeignet war. Wir sind dann beauftragt worden oder gebeten worden, ein Konzept einzureichen. Das haben wir gemacht. Und schon bei der Konzepterarbeitung waren uns gewisse Schwerpunkte klar. Also für uns war es ganz klar, in den Ausverhandlungen mit der Kinder- und Jugendhilfe, dass wir eine Krisenbetreuung nur dann machen werden, wenn auch systemische Familienarbeit als begleitende, vorhin wurde der Begriff Parallelprozess zur Krisenbetreuung mit eingebaut werden kann, und zwar wirklich vom Tag der Aufnahme. Ja, also wir wollten nicht nur mit den Kindern arbeiten, sondern für uns war es ganz klar, man muss in diesem Ausnahmezustand der Krise das Gesamtsystem der Familie mit einbinden. Alle Betroffenen sind in einer schwierigen Situation. Wir haben Erfahrungen gemacht, also wo ich erwähnt habe, wie das vorher war, dass die Kinder einfach in die Einrichtung gebracht wurden und die Sozialarbeiterin oder der Sozialarbeiter der Familie gesagt haben, wir sagen euch, wenn ihr anrufen dürft, meldet euch nicht, wir sagen euch das. Und das hat zum Teil 2-3 Wochen gedauert, bis die dann anrufen durften. Also auch eine Haltungsfrage, die uns sehr beschäftigt hat und wo wir uns ganz klar, so wollen wir nicht Krisenbetreuung machen. Ja, also für uns war es wichtig, dass wir ein Bündel an Maßnahmen und Angeboten entwickeln können, das
gleichzeitig mit der Krisenbetreuung ein weiterer Schwerpunkt bei uns war, gerade in der Jugendgruppe, dass es auch eine Tagesstruktur gibt. Ja, man kann ja nicht davon ausgehen, dass ein Jugendlicher oder auch ein Kind, das in einer Krisensituation in die Einrichtung kommt, sofort am nächsten Tag wieder in die Schule geht, als ob nicht so noch dazu eine fremde Schule. Ja. Gut. Es ist vorhin, glaube ich, auf der Folie drauf gewesen, dass es auch bei uns einen psychologischen Fachdienst, Dienst klingt immer so förmlich, das sind eigentlich total nette Damen, die wirklich super Arbeit mit den Kindern machen. Ich habe es vergessen zu erwähnen, wir sind eine Landeseinrichtung. Ja. Ja, wir haben dann die Möglichkeit gehabt, und dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar, ein neues Gebäude, ein zweckgewidmetes Gebäude für diese zwei Wohngruppen zu errichten. Da hatte man natürlich viel Spielraum, darüber nachzudenken, wie denn das ausgerichtet, wie die Räumlichkeiten sein sollen. Also das ist etwas Wunderbares und da sind wir sehr dankbar. Ich weiß nicht, ob das heute noch so möglich wäre. 2014 haben wir dann die Kindergruppe als erste eröffnet und im April, und zu diesem Zeitpunkt hat auch die Familienarbeit begonnen. Das heißt, wir haben jetzt circa 3,5 Jahre Erfahrung in diesem speziellen Arbeitsbereich. Im Dezember ist die Jugendgruppe dazugekommen. Das war dann wieder ganz speziell, weil sich da wieder neue interessante Entwicklungen und auch Unterschiede zeigen. Ja, jetzt die wichtigste Frage. Ja, warum Science of Safety? Was? Ja, it works. Ganz einfach, ja. Wir sind nicht erst bei der Konzepterstellung, aber doch auch aufgrund Vorerfahrung und Vorwissen, das ich ja zum Teil aus England mitgebracht habe, war für uns ganz klar, für diese Krisenbetreuung, wo ein Abklärungsauftrag da ist und wo es wichtig ist, die Eltern mitzunehmen auf diese Reise und sie nicht einfach zwangs zu beglücken und als Experten zu beraten, wir wissen, was das Beste für eure Kinder ist, war das Modell, das sich einfach aufgedrängt hat, wenn man so will. Ja. Und warum? Ja, es geht um diese rigorose Orientierung. Es geht hier nur um die Sicherheit des Kindes. Es geht ja absolut nicht, wer hat denn Schuld daran, dass das jetzt passiert ist. Gibt es einen Sündenbock, und den man dann aus dem System vielleicht entfernt und dann ist alles erledigt? Nein, es geht ganz klar um eine sehr sachliche, um eine sehr genaue Forschungsbewegung, eine Suchbewegung in Richtung Zeichen der Sicherheit. Es gibt keine Familie, wo keine Ressourcen da sind. Gibt es nicht. Es gibt noch wenige Practitioners, die das manchmal sagen, ja, da ist ja nichts da. Aber wenn man genauer hinschaut, stimmt das eigentlich nie. Ja, und das Gleiche oder genauso wichtig ist es, wenn es um die Gefährdungsmomente geht, ja, und diese Zeichen, diese Danger Faktoren, das anzusprechen, und zwar in einer Sprache, die genau ist, die nichts beschönigt, die aber auch nicht übertreibt und die ganz sicher nicht verallgemeinert. Also Sie kennen ja diese, man findet es ja immer noch in Berichten, Erziehungsunfähigkeit. Das erklär mir mal einer, was das ist und wo das anfängt und wo das aufhört. Also das hat uns einfach so beeindruckt, dass das verboten ist, auch solche Sprache zu verwenden. Ja. Transparenz. Ganz wichtig auch, die Kinder und Jugendlichen, denen eine Stimme zu geben. Der Günther hat es vorhin erwähnt, diese Lebensthemen-Interviews, wo wirklich die Wirklichkeit der Kinder auch ins Zentrum gestellt wird und dann in die Betreuungsplanung eingebaut wird. Die Kinder, die sich trauen, die dürfen das dann auch, wenn sie wollen, in ihren Perspektivengesprächen auf einem Flipchart präsentieren. Das ist mir wichtig, das sind meine Lebensthemen. Ganz wichtig. Und die drei Häuser natürlich sind da eine ganz wunderbare Methode, dort auf dem Weg dorthin zu arbeiten. Ja, und natürlich Kooperationsbeziehungen zu unseren Beteiligten, zu allen Beteiligten. Ich glaube, das ist der Schlüssel, dass zu einer gelingenden Arbeit, ob jetzt Krisenbetreuung oder andere Formen der Betreuung, ist ganz egal. Diese Arbeitsbündnisse, Alliances, wie immer man es nennen will, das braucht nicht nur Haltung, das braucht auch wirklich engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich auch was trauen, die sich nicht erschrecken, wenn sie vielleicht, gerade wir bewegen uns hier ja in einem Zwangskontext, ganz selten, dass das sozusagen freiwillig die Krisenbetreuung gestartet wird. Es ist ja fast immer eine Intervention
des Jugendamtes, und wir haben vorhin gehört, Schutz und Sicherheit, wenig Zeit, das Kind muss schnell weg. Das sind die Rahmenbedingungen unseres Arbeitens. Ja, das Ansetzen, Stärken und Ressourcen und dann wirklich nachhaltige Antworten, weil man genau schaut, das macht man nicht schnell oder naja, es geht schon so, sondern wirklich diese Gefährdungsmomente gut anschauen und die Ressourcen gut anschauen und darauf aufbauen, Sicherheitspläne machen, die wirklich hohe Qualität haben. Ja, und last but not least, ich habe gesagt vorher, es funktioniert. Woher wissen wir das auch? Weil das schon in vielen Ländern gängige Praxis ist, also im Nordosten von England, da komme ich gleich dazu, ist das schon seit über 10 Jahren teilweise implementiert und auch evaluiert. Also da waren wir auch auf einem sicheren Weg, wenn wir wissen, es gibt ja schon auch Forschungsergebnisse, wie gut das funktioniert. So, vom Zeitlichen her glaube ich, und das kennen Sie alle, die Kollegin aus Melk hat die Grundprinzipien gestern kurz anskizziert, aber mir gefällt dieses Wort Simplicity so, ja, diese Einfachheit. Ja. Einfach, aber nicht leicht, ist auch so ein Titel, den man oft in der lösungsfokussierten Praxis in der Fachliteratur findet. Aber es ist nicht leicht, ja. Aber man muss es nicht überkomplizieren. Man muss eine Sprache finden, die sich nicht anbiedert. Ja, man soll nicht die Sprache der Klienten unbedingt nachahmen, das finde ich gar nicht gut. Aber eine Sprache wirklich von Fachausdrücken Abstand nehmen, keine komplizierten Worte und ganz stark in Richtung Lösung, Zukunftsorientierung arbeiten. Ja, und was mir am besten gefällt in dieser Liste, das ist ganz unten, wirklich, manche Leute würden das als naiv betrachten, wir nicht. Ich würde sagen, das ist eine Grundbedingung, dass wir so arbeiten können, dass wir daran glauben, vielleicht sogar ihnen unterstellen, dass alle Beteiligten an einer positiven Veränderung interessiert sind. Auch wenn das momentane Handeln oder das vorherige Handeln etwas anderes vermuten lassen könnte. So, ich möchte mich noch bedanken. Die sind jetzt zwar nicht hier, aber das sind zwei Menschen, denen ich ganz dankbar bin, denn sie sind dafür verantwortlich, dass ich schon vor einiger Zeit, also ab 2002, in Nordostengland, in Gateshead, das ist am Südufer des Tyneflusses, mit lösungsfokussierter Praxis und dann später auch mit Science of Safety in Verbindung gekommen. Die Viv Hogg ist heute schon zitiert worden unter John Wheeler, die haben auch gemeinsam ein Buch geschrieben, beide aus demselben Bezirk, aus einer Stadt im Nordosten Englands, die relativ früh schon mit diesen Ansätzen begonnen haben, sind Pioniere gewesen und haben einen ganz großen Einfluss auf die soziale Arbeit dort im Nordosten bis heute gehabt. Und es freut mich, dass wir ihr Wissen weiter verwenden können. Und dann last but not least haben wir in Österreich mit dem Netzwerk Ost und der Marianne eine ganz tolle Begleiterin gefunden. Wir sind sehr dankbar dafür, dass du nicht nur die Grundschulungen gemacht hast mit unserem Familienteam, sondern auch uns weiter begleitest. Ich glaube, es ist auch wichtig, immer wieder zu reflektieren und zu schauen, wie kann es weitergehen. So, jetzt übergebe ich an den Günther. Ja, ich glaube, zeitlich müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben, aber das schaffen wir. Ich möchte dann noch an Gedanken dranhängen, warum Science of Safety. An sich wäre das jetzt nicht meine Folie, aber mir ist wichtig, weil mir dann schon aufgefallen ist, dieses Science of Safety, warum es mir gefällt, es ist schon dieses, dass wir es wieder Nähe herstellen. Also meine Beobachtung durch langjährige Arbeit in der Sozialpädagogik ist die, dass wir eigentlich sehr viel Wissen oder immer mehr Wissen haben, aber leider die Nähe zum betroffenen Menschen abnimmt. Also ich erkenne nicht, dass dieses Mehrwissen, das wir uns in den letzten Jahrzehnten angeeignet haben, wirklich Nähe irgendwie fabriziert hat. Und Science of Safety funktioniert nur mit Nähe. Und das ist natürlich was, was mir sehr gut gefallen hat. Gut. Wow, das geht. Wir haben uns dann überlegt, oder der Manfred hat es für mich überlegt, nicht, wie können wir das nur mal so ein bisschen transportieren und haben dann, oder der Manfred hat gemeint, die drei Häuser wären ein gutes Transportmittel, zu schauen, so Implementierung, Science of Safety, was beschäftigt uns da? Und wir fangen natürlich mit dem Guten an, mit dem Haus der guten Dinge. Und ich habe da überlegt, was können wir da reinpacken. Und für uns ist es schon so,
dass einen großen Stellenwert und eine Stütze und Pfeiler der Optimismus, der Humor ein sehr wichtiger Teil in der Arbeit ist. Also wir lachen sehr viel miteinander und wir lachen auch sehr viel über uns. Und ja, ich denke, das ist schon ein Teil, der für die Psychohygiene ein sehr wichtiger Teil ist, aber einfach auch für das Teamwork nicht lebensnett notwendig ist. Dann der nächste Punkt, was natürlich sehr gut ist bei uns oder was förderlich ist, ist, dass die Leitung diesen Ansatz unterstützt. Jetzt ziehe ich aber da, Manfred, du hast da was zensuriert. Okay, die haben mir was rausgestrichen. Das passt nicht, weil ich habe da eigentlich geschrieben, nicht, dass wir das Glück haben, dass wir einen Menschen als Leitung haben, der natürlich die Erfahrung schon mitbringt, das ist natürlich optimal, aber auch der das vorlebt. Und Science of Safety ist ja wirklich etwas, das auch bis in die Mitarbeiterführung, Begleitung reingeht und wir sind ja dann auch Nutznießer davon. Also das ist schon der Teil, der einfach ein Glücksfall ist für uns, dass das so ist. Natürlich Engagement, Qualität im Team, das ist klar, man braucht sehr spezielle Menschen, die diesen Auftrag der Familienarbeit gut ausführen können. Natürlich braucht es das klassische Beratungs-Know-how, aber auch irgendwie so das wirklich Ansprechende. Das müssen Menschen sein, die andere ansprechen, die irgendwie, da war bei Mathe mehr das freundliche Gesicht und so, nicht immer. Das muss irgendwie funktionieren. Also das, ja, einladend. Was sicher ein wichtiger Teil ist, ist so dieser sehr, sehr regelmäßige Austausch und die Auseinandersetzung über die Gefährdungs- und Ressourcen- und Sicherheitsaspekte im Team. Das heißt, wir haben wöchentlich Team mit den Kolleginnen, wo dann der Manfred und ich auch dabei sitzen und wir ja ein Stück weit entfernt sind von dem Ganzen und da einen sehr intensiven Austausch betreiben. Dann vorher schon erwähnt, da gehen immer so weit drauf ein, Arbeit mit kompatiblen Methoden. Also wir haben gemerkt, diese Science of Safety-Geschichte mit der sozialen pädagogischen Diagnose im Interview ist einfach hochkompatibel und irgendwie dann so gleichgewichtig in dem, wo man dann das präsentiert in Perspektivengesprächen. Jeder, also die Familie, die Eltern und das Kind, das ist einfach eine gute Ausgewogenheit. Ein sehr wichtiger Teil ist natürlich, wenn man sowas beginnt, ist die offizielle Verankerung der Arbeitsweise im Konzept, genauso wie die sozialpädagogische Diagnose, die haben wir auch da verankert. Das heißt, man kann nicht irgendwie sagen, wenn du Lust hast, dann machst du das, sondern das ist Teil der Arbeit, das wird gemacht und damit ist das irgendwie schon mal irgendwie für uns als Leitungspersonen optimal. Genau. Das Ganze lebt ja auch irgendwie von dem, dass man sehr konsequent und sehr, ich nenne es jetzt fast pedantisch, irgendwie dabei bleibt, nicht? Aber man muss trotzdem Möglichkeiten und Rahmenbedingungen haben, die auch Veränderungen möglich machen. Nicht? Das widerspricht sich vielleicht ein bisschen, aber das ist auch das, warum Implementierung ein laufender Prozess ist. Man kann nicht sagen, das habe ich jetzt implementiert, das gibt es nicht. Also das hört eigentlich nie auf, weil sich ja immer irgendwas ändert und dann muss sich das andere auch alles verändern. Gut. Marianne und Wolfgang haben es erlebt, ich war bei einer in der Ausbildung und das war echt ermüdend, immer diese Ressourcen betonen und was alles gut geht und also wenn man lange Zeit in der Arbeit ist, will man auch davon reden, was schwierig ist und das ist ja auch dieser Bedürfnis, das ist ein Haus der Sorgen. Okay. Was natürlich das Haus der Sorgen was sehr, sehr, sehr schwierig macht oder was wir schon auch gespürt haben, wir haben das so schon verstanden als Pionierarbeit ein Stück weit in Oberösterreich und da ist dann so, dass man nicht nur mit Freundlichkeiten konfrontiert ist, sondern auch mit Gegenwind oder Flaute komplett und da braucht es ein eigenes Handling, da komme ich dann nachher nur dazu, da haben wir auch etwas gelernt und dieses Erkennen, dass halt die traditionelle Sozialarbeit manchmal sehr fokussiert ist auf die Vergangenheit und auch das immer wieder als Argument nimmt, warum was nicht funktioniert, diesen Turnaround da irgendwie zu fabrizieren, ist eine große Herausforderung. Überhaupt der ganze Paradigmenwechsel, man steht da mittendrin und die Sozialarbeit oder Behörden empfinden dann oft das, was man an Sicherheitsplänen ausarbeitet, als Bevormundung des Auftraggebers, was natürlich dann auch nicht so irgendwie ein gutes Klima macht. Und, oder man hat auch so Feedbacks gekriegt, ne, es hat so Elternkuschler, ne, die macht es irgendwie auf gute Freunde. Da ist man natürlich im ersten Moment sehr vor den Kopf gestoßen, aber wir haben jetzt auch bemerkt, wir müssen das auch gegenüber den Systempartnern irgendwie anders transportieren, diese neuen Überlegungen und das ganze Konzept.
Gut, Haus der Wünsche. Das leitet sich natürlich ein Stück weit von den Sorgen ab. Mehr Offenheit, zum Teil Akzeptanz für den eventuellen Mehraufwand, was diese Methode manchmal dann in der Präsentation auch mit sich bringt, die Sicherheitspläne, die langen, die detaillierten, dass da vielleicht die Sozialarbeiter ein bisschen mehr Durchhaltevermögen zeigen. Ergebnisse und Pläne der lösungsfokussierten Arbeit, dass das nicht irgendwie aus Bevormundung, wie ich es zuerst gemeint habe, erlebt wird, sondern als Entscheidungshilfe, als Unterstützung, das würde man uns wünschen. Nicht? Natürlich, dass personelle Ressourcen erhalten bleiben oder vielleicht sogar ausgebaut werden. Es ist natürlich auch vom Personal abhängig, wie viel man dann schafft. Nicht? Und trotz des Gegenwindes, aber da habe ich jetzt bei uns keine Befürchtung in dem Sinn, dass man den Optimismus erhält und irgendwie frohgemut trotzdem ans Werk geht immer. Gut, und jetzt leite ich über an unsere Kolleginnen. Danke. Da muss nur Folie sein, oder? Mit unserem Namen. Ach, steht eh. Oh, Entschuldigung, habe ich es nicht gesehen. Also, mein Name ist Karin Rosenecker und ich mache diese Familienarbeit in Schloss Leonstein mit zwei Kolleginnen. Alles Wichtige ist bereits erwähnt und ich möchte eines aber unterstreichen. Der Günther hat es vorher gesagt, es geht ein bisschen um die Nähe zu den Menschen. Und ich möchte deshalb eine eigene Geschichte kurz erzählen. Nachdem ich 15 Jahre als Sozialpädagogin tätig war, hatte ich meine erste persönliche Begegnung mit dem Jugendamt. Ich wurde nämlich mit 36 schwanger. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe einen Teddybär gekauft, biologisch wertvollen Teddyplüsch, von einer Puppenmacherin handgemacht, 79 Euro. Nur das Beste ist gut genug. Ich habe mich vorbereitet mit um pädagogisch vernichtendes Material von meinem Kind fernzuhalten. Ich war wirklich engagiert. Sie ist geboren, ich habe mich sehr gefreut. Und alles klappte gut. Und eines Tages ging ich zum Postkastel, weil als ich dann viel alleine zu Hause war mit meiner Tochter, war der Briefträger, war so eine Freude, um 13 Uhr, da kommt wer, bringt mir was, Abwechslung. Und ich stehe beim Briefkastel und sehe so einen offiziellen Bezirkshauptmannschaftsbrief, Fensterbriefe, Sie kennen das? Ja? Gefährlich. Öffnet sonst mein Mann, aber es stand mein Name drauf. Ich reiß das auf, meine kleine Tochter hat geschlafen und dann steht da drauf, Ladung, das gibt es jetzt, muss gar nicht mich betreffen, Ladung, Jugendamt. Es steht nur ein Termin, um so und so viel Uhr erscheine ich bitte mit meiner Tochter beim Jugendamt. Unterzeichnet von einer Sozialarbeiterin, mit der ich vorhin schon 15 Jahre beruflich zu tun hatte. Es stand nichts drinnen, was ich da tun soll. Ich soll nur mit meiner Tochter erscheinen. Ich stehe da und merke, irgendwas steigt auf in mir. Das passt nicht. Schaue an mir hinunter. Es ist wie gesagt 13 Uhr und stelle fest, ich trage Pyjama. Okay. Dann denke ich mir, jetzt gehe ich lieber mal rauf, Nachbarn und so, und nehme mit einem Blick den Zustand meines Hauses wahr. Das Baby liegt rosig, sauber und wohlbehütet in seinem Bett. Das Haus ist irgendwie explodiert. Es gibt nur mehr so Wege. So, ja, Sie wissen, wovon ich spreche. Plötzlich kommt mir Unsicherheit, kommt hoch in mir. Wie war das? Ich bin doch ein Profi, aber das so von 0 bis 3, dieses Urvertrauensding, das habe ich irgendwie nie gescheit gelernt. Vielleicht hat mein Baby gar kein Urvertrauen. Ja, es kommt Angst hoch. Was soll ich dort tun? Überprüft mich die? Und ich denke mir, ja, mein Gott, wenn die dann feststellt, mein Kind hat kein Urvertrauen. Diese Angst, es wirkt irrational, aber das waren meine Gefühle. Und die Angst hat dann letztendlich Aggression
ausgelöst. Ich habe mir gedacht, na die sollen mir kommen, sollen mein Haus anschauen, mein Baby anschauen und dann stellt sie fest, kein Urvertrauen, ja das. Wenn die mein Baby anschaut, beim Termin gehe ich zumindest zum Bezirkshauptmann. Wenn sie es angreift, völliges Ausrasten. Mein Partner kommt abends nach Hause, ich erzähle ihm davon, dass das mit dem Urvertrauen möglicherweise ein Problem ist. Wir haben einen Termin und mein Partner sagt, ja, reg dich nicht auf, das ist ihr Job, die muss das machen, weißt du, wir sind nicht verheiratet und hin und her. Und ich sage ihm, du, wenn die das Baby anschaut, ich gehe zum Bezirkshauptmann. Ich reg mich auf, ich stelle mich vor dieses Kind, das geht nicht. Und merke aber an der Reaktion meines Partners, irgendwie scheint das ein bisschen irrational zu sein, was ich da aufführe und lenke ein, beschwichtige und sage, okay, du hast recht, gehen wir hin, das machen wir. Mein Geheimplan steht, Bezirkshauptmann, völliges Ausrasten. Letztendlich war es so, dass es natürlich überhaupt nichts war, es ging darum, dass ich gemeinsame Obsorge und sie hat mich einfach informiert, fertig. Ja. Aber es geht darum, dieses Gefühl, das es bei mir ausgelöst hat. Ich war so derartig widerständig, irrational widerständig und wirklich diese Angst, dass irgendwer mein Kind von mir nehmen könnte, hat so eine Angst, so eine Betroffenheit ausgelöst bei mir, dass ich also bereit war, mit dem Bezirkshauptmann zu kämpfen. Und das war es auch, was ich sagen wollte. Ich denke, jeder Mensch hat Erinnerungen, sei es in einer Partnerschaft, Schwierigkeiten, sei es mit dem eigenen Kind, Dinge, die einen wirklich, wirklich berühren. Und unsere Menschen zu uns in Leonstein, die kommen nicht, weil sie wollen, weil sie Hilfe wollen, sondern oft in einem Zwangskontext. Und die haben genau solche Gefühle. Und ich möchte nur sagen, mir erscheint das Wichtigste in unserer Arbeit, freundlich und nachgehend auf diese Eltern zuzugehen. Ich bemühe mich wirklich um die. Ich gehe hin, ich lass mich nicht abwimmeln. In dem Bewusstsein, dass sie sich fürchten, dass sie Angst haben, dass ihnen irgendwer ihr Kind wegnimmt. Und keine Mutter, egal wie drogenabhängig, egal wie gewalttätig, hat sich bei der Geburt ihres Kindes gedacht, ich mach da so einen Scheiß. Das ist nicht der Ursprung. Ja, darauf möchte ich hinweisen. Und keine Angst ist ein Blödsinn. Zu Eltern zu sagen, das ist ein Blödsinn, das bilden sie sich ein, hilft nicht. Gut. Film haben wir gemacht, um nicht zu reden zu müssen. Wie sie Aber wie Sie merken, reden alle so gern. Ja. Also es reden alle sehr gerne bei uns, deswegen sage ich auch noch etwas als Erklärung zu diesem Film. Ja, als die Anfrage gekommen ist, etwas zu machen, war es klar, wir müssen was Aktives machen. Es war gleich die Idee, wir machen einen Film und wir hatten null Ahnung, wie man einen Film eigentlich macht. Der Film ist entstanden, und es war lustig, es hat Spaß gemacht, es hat uns einen völlig neuen Blick auf unsere Arbeit verschafft und der Film dient auch dazu, ihn heute zu verwenden, aber auch zu verwenden, um Eltern näher zu bringen, wie wir arbeiten. Und nur kurz als Erklärung, Mitarbeiter und Familienmitglieder von uns haben mitgespielt, haben auch einfach mitgemacht, die Eltern, die in diesem Film vorkommen und die Kinder und die Sozialarbeiterin sind Schauspieler. Amateurschauspieler, aber man erkennt das nicht. Alle anderen, wir spielen uns quasi selbst. Ja? Die Geschichte ist frei erfunden, aber anhand der Erfahrungen, die wir wirklich mit Eltern gemacht haben. Genau. Die Rückmeldungen sind? Genau, und die Rückmeldungen, die am Ende vorkommen, ja, die werden von den Schauspielern gesprochen, sind aber Originalrückmeldungen, die uns Eltern wirklich gegeben haben. Und wichtig ist, viel Spaß haben bei der Arbeit und solche Filme machen. Es macht Spaß. Film ab. Müssen wir nicht in Oberösterreich. Genauer gesagt in Leonstein. Mitten im wunderschönen Steiertal. Ziemlich genau in der Mitte zwischen Steyr und Kirchdorf an der Krems. Direkt an der B140 gelegen. Mit und ohne Navi ganz leicht zu finden. Hier in Leonstein befindet sich das Kind Krisenzentrum, direkt hinter der sozialpädagogischen Einrichtung
Schloss Leonstein. SKIP steht für sozialpädagogische Krisenbetreuung, Intervention und Prävention. Wir laden Sie zu einem Rundgang ein, damit Sie sich ein Bild von uns, unseren Strukturen und unserer Arbeit machen können. Sie werden sehen, es ist immer viel Arbeit, manchmal sogar ein Knochenjob, aber immer mit Aussicht auf Erfolg. Die Kinder und Jugendlichen werden im Krisenzentrum rund um die Uhr betreut. Sie erleben hier Schutz und Sicherheit. Bis zu 4 Monate können sie hier bleiben. In dieser Zeit entwickeln die Familienarbeiterinnen mit den Eltern einen Plan, wie und ob das Kind in Zukunft wieder zu Hause leben kann. Ziel ist immer die Sicherheit des Kindes. Sie verwenden hauptsächlich die Methode Signs of Safety, die von Andrew Turnell und Steve Edwards in Australien entwickelt wurde. Dieses Modell erkundet sorgfältig Anzeichen für Gefährdung und vor allem auch Zeichen von Sicherheit. Alle Beteiligten, Kind, Eltern, Verwandte, Freunde, Kinder- und Jugendhilfe und professionelle Helfer werden mit einbezogen. Die Kernprinzipien von Signs of Safety sind konstruktive Arbeitsbeziehungen, kritisches Denken und eine fragende Haltung sowie ehrgeizige Ziele für die Alltagspraxis. Im Schloss Leonstein arbeiten Menschen mit dieser Haltung. Wer diese Haltung teilt, kann für Familien in schwierigen Situationen sehr hilfreich sein. Kommt es in einer Familie zu einer akuten Situation, in der die Sicherheit und das Wohl eines Kindes gefährdet ist, dann kann die Kinder- und Jugendhilfe entscheiden, dass das Kind in einer Kriseneinrichtung aufgenommen wird. Im Aufnahmegespräch erfahren alle Beteiligten den genauen Ablauf der Krisenbetreuung. Es werden alle Fakten erhoben, die zur Krisenbetreuung geführt haben und die Sorgen, Wünsche und Ziele aller Beteiligten in Erfahrung gebracht. Die SKIP-Mitarbeiter beantworten alle Fragen, sofern sie die Antwort wissen. Kinder sind in der Krisengruppe gut versorgt und betreut. Der Kontakt zu den Eltern wird ihnen ermöglicht. Die Familienarbeiterinnen sind von Beginn an aktiv. Für den Erstkontakt ist gute Vorbereitung besonders wichtig. Nach der Krisenaufnahme fahren sie so bald wie möglich zu den Eltern nach Hause. Im Gepäck das Aufnahmeprotokoll, Erklärungen über die Krisenbetreuung und ihre eigenen Fragen. Wenn Sie Familien zu Hause besuchen, dann kommen die Familienarbeiterinnen als Gäste.
Sie verlassen vermeintliche Allwissenheit. Sie begeben sich in die Realität der Familien. Die Familienarbeiterinnen begegnen den Eltern auf Augenhöhe. Sie bringen ein kleines Gastgeschenk mit. Gemeinsames Essen schafft Beruhigung, Vertrauen und eine gute Gesprächsbasis. Sie schaffen Klarheit und versuchen, Fragen zu klären. Die Eltern lesen das Protokoll des Aufnahmegesprächs und unterschreiben es, wenn es für sie stimmt. Es beginnt die Arbeitsphase mit dem Zeichnen des Genogramms, einer Art Stammbaum. Sie reden über die Sorgen aller Beteiligten, von den Eltern über die Kinder, Verwandte bis hin zur Kinder- und Jugendhilfe. Sie reden konkret über das, was vorgefallen ist und sprechen klar an, was für die Kinder nicht gut ist. Signs of Safety hat nichts mit Sozialromantik zu tun. Die Methode allein und die Familienarbeiterinnen können niemanden retten. Bei der Suche nach Sicherheiten geht es um die Ideen der Familie und die Umsetzung durch die Familien. Im Skip finden Besuche der Eltern bei ihren Kindern statt. Die Eltern kommen auch regelmäßig zu Terminen mit ihrer Familienarbeiterin. Die Familienarbeiterinnen suchen nach Wegen, wie die Eltern mit ihren Gefühlen umgehen können. Der Blick wird bewusst auf das Kind und seine Bedürfnisse gerichtet. Es ist wichtig, dass Kinder und Eltern eine gute Beziehung zueinander aufbauen. Sie betrachten das Zusammenleben in der Familie. Ganz konkret wird angesprochen, was Sorgen macht und gleichzeitig auch der Blick auf das gerichtet, was gut läuft. Sie suchen Sicherheiten für Kontakte zwischen Kindern und Eltern. Einem Monat findet das Orientierungsgespräch statt. Es wird darüber gesprochen, wie es den Kindern geht und wie sie von den Sozialpädagogen der Wohngruppe erlebt werden. Mit den Eltern werden die bisher gesammelten Informationen präsentiert. Alle Anwesenden besprechen die weitere Kontaktregelung zwischen Eltern und Kindern. Wenn ausreichend Sicherheiten geschaffen sind, dann können Besuche nun ohne Begleitung oder zu Hause stattfinden. Beginnt eine intensive Arbeitsphase. Ziel ist die Erarbeitung eines Plans, der die Grundlagen für die Rückkehr der Kinder in die Familie sicherstellen soll. Für alle bestehenden Sorgen müssen Sicherheiten gefunden werden, welche diese Sorgen entkräften. Die Eltern selbst suchen nach Lösungen, wie ihnen dies gelingen kann. Das erfordert Genauigkeit, das Studieren aller Fakten, konkretes Formulieren und Herausfiltern des Wesentlichen. Der regelmäßige Austausch in Teambesprechungen ist dabei wesentlich. Unterstützung von Kollegen hilft, Energie zu tanken und die Gedanken zu ordnen. Gleichzeitig werden mit den Kindern deren Lebensthemen ausgearbeitet
und ihre eigenen Ziele und Bedürfnisse sichtbar gemacht. Eine besonders hilfreiche Methode von Signs of Safety sind Bildgeschichten, Words and Pictures genannt. Mit Hilfe selbstgemalter Comics können biografische Erlebnisse für die Beteiligten sichtbar, bewusst und verständlich gemacht werden. Schließlich werden alle Ergebnisse und der Plan in einem Abschlussbericht vom SKIP an die Kinder- und Jugendhilfe übermittelt. Nach 3 Monaten findet das Perspektivengespräch statt. Hier soll es zu einer Entscheidung kommen, wo die Kinder nach der Krisenbetreuung leben werden. Der Sicherheitsplan wird vorgestellt. Es wird ganz konkret aufgezeigt, was sich in der Familie verändert hat und welche Sicherheiten geschaffen wurden. Helfer aus dem Kreis der Familie werden in den Plan mit einbezogen. Es beginnt auch schon die Umsetzung. Die Familie übt an Wochenenden das Zusammenleben. Ist die Entscheidung getroffen, dass die Kinder wieder nach Hause zurückkehren werden, dann liegt das Hauptaugenmerk darauf, diesen Übergang bestmöglich zu gestalten, und der Sicherheitsplan wird übergeben. Wenn die Kinder wieder aus der Krisengruppe ausziehen, werden alle Beteiligten gebeten, eine ehrliche Rückmeldung über ihre Erfahrungen mit der Krisenbetreuung zu geben. Das hilft bei der Weiterentwicklung dieser Arbeit. Besonders positiv habe ich erlebt, dass ich in der Vaterinstanz ernst genommen worden bin. Der positive Plan, den wir in Zukunft umsetzen werden, das ist auch ganz super. Das finde ich wirklich gut. Ja, und sehr hilfreich waren die Gespräche mit den Familienarbeiterinnen. Zusammenarbeit mit allen SKIP-Mitarbeitern war sehr gut. Die Gespräche waren einfach präzise vorbereitet. Die sind dann auch entsprechend gut verlaufen. Und besonders hilfreich waren die sehr ausführlichen Berichte und Protokolle. Die umfassenden Dokumentationen waren für alle Gespräche sehr hilfreich und auch sehr spürbar war das, dass das einfach eine Entlastung auch für mich war. Ganz zufrieden war mit der Eltern- und Familienarbeit. Man hat einfach den wertschätzenden Umgang mit den Eltern, aber auch mit den Kindern und Jugendlichen gemerkt. Mir hat gut gefallen, dass einfach alles klar angesprochen worden ist. Es wird nichts beschönigt. Und ich finde einfach, Klarheit ist das Wichtigste. Wir sind auch nur Menschen und wir geben unser Bestes. Der Leiter, die Familienarbeiterin und die Betreuer, das sind ein wirklich gut zusammengespitztes Team. Und die Familienarbeiterin ist einfach eine Perle. Sie war eigentlich recht schön, weil die Betreuer sie recht viel Zeit zum Reden genommen haben. Wir haben Mama und Papa jeden Tag anrufen dürfen, das war natürlich viel super. Wir sind eigentlich ziemlich ehrlich miteinander umgegangen. Die Betreuer sind wirklich nett. Und die Betreuer haben uns auch getröstet, wenn wir irgendwie traurig waren oder uns verletzt haben. Wir haben Mama und Papa zu Hause besuchen dürfen, das war natürlich voll super. Nur manchmal war die Zimmerstunde ein bisschen zu lange. Das Streiten mit den anderen Kindern hat mir nicht so gefallen. Die Zimmer im SKIP sind endlich recht groß und schön und super gestaltet. Die Ausflüge waren toll, weil da ist der
Und lustig war, da ist der Martin rückwärts vom Pferd runtergefallen. Die Kinder- und Jugendhilfe des Landes Oberösterreich unterstützt die methodische Anwendung von Sehen, Sicherheit entwickeln. Dieses Konzept richtet den Blickwinkel vor allem auf die Stärken von Familien. Und wenn wir uns mit Sorgen in Familien befassen, ist es wichtig, den Blick auch auf ihre Ressourcen zu richten. So entstehen Veränderungen oft noch bevor die Notlagen für Kinder und Jugendliche zu gravierend werden. Aber sogar wenn Kinder, Jugendliche nicht in ihren Familien leben können wegen Gefährdungen, auch dann ist Sehen ein guter Ansatz in der Arbeit. Er hilft Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, zu einer umfassenden, guten Einschätzung zu kommen über die Situation des Kindes. Und darauf aufbauend werden passende Hilfeleistungen entwickelt. Immer gemeinsam mit den Eltern, gemeinsam mit der Sozialarbeiterin oder dem Sozialarbeiter. Es sind tragfähige Lösungen, die so zustande kommen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, die Kontakte in Krisenzeiten zu klären. Oder wie die Eltern wieder in ihre Verantwortung in der Erziehung kommen können. Schloss Leonstein ist eine Einrichtung des Landes, die diesen Ansatz sehr bewusst und engagiert einsetzt. Und die Erfahrungen sind wirklich beachtlich. Sie machen Mut, dass wir die Anwendung von Sehen auch in anderen Einrichtungen und Jugendämtern in Oberösterreich vertiefen. Die Methode Science of Safety ist für uns hilfreich, weil sie auf einfache Art und Weise Klarheit schafft. Alles kann konkret angesprochen werden. Dadurch wird sichtbar, welche Veränderungen es in einer Familie braucht. Die dadurch nötigen Schritte und Maßnahmen können von allen Beteiligten mitentwickelt und dadurch auch besser mitgetragen werden. Und ich mag meine Arbeit so gerne, weil mich Familien und ihre Geschichten interessieren. Ich zutiefst davon überzeugt bin, dass Veränderungen immer möglich sind. Und in Leonstein habe ich dazu die besten Voraussetzungen, was Weiterbildung, Supervision und vor allem unser Team betrifft. Ich sage nur danke, danke, danke aufgrund der Zeit. Vieles würde ich gern dazu sagen, aber jetzt übergebe ich wieder an die Andrea.